hör zu! Du hast gerade den letzten Fehler deines Lebens gemacht! Na los! Diese Köter. Deswegen sind also die Tore zu. Ich hab was für euch! Hey, Handfresse! Komm doch! Schmiede voraus! Na, da sieh mal einer an. Moment! Ich hab es gleich! So. Du immer herein, Fremder! An diesen Trick gewöhne ich mich nie. Einheimische in Sicht. Benehmt euch. Dann schlägt hoffentlich keiner Alarm. Ja, ja. Genug getuschelt, ihr elenden Buttersöldchen mit eurer Schutzausrüstung. Habt ihr noch nie eine lebende Legende gesehen? Tja, das ist gar nicht gut. Du verstehst, was hier los ist, oder? Diese gruseligen fliegenden Augäpfel haben ein Nest auf den Seilen gebaut. Wir müssen irgendwie darauf und sie beseitigen. In Ordnung. Das Rad da oben scheint das Tor zu öffnen. Nicht, dass wir da irgendwie rankommen können. Hochklettern geht da nicht. Such doch mal nach einer Möglichkeit, den Aufzug hochzubekommen. So geht doch! Moment, ich komme! Bruder, hast du bemerkt, dass die Zwerge aus dem Lager viel aufgeregter waren, Brock zu sehen, als dich? Sie schienen überrascht zu sein. Alles klar. Jetzt kann ich die Kurbel drehen und den Geysir abdecken. Gib mir einfach ein Signal, wenn du bereit bist. Jetzt. Jawohl! Verstanden. Dreh noch mal. Zu Befehl. Wer steigt auf? Wir müssen beide gleichzeitig stoppen. Verstehst du? Ich kümmere mich um die Kurbel. Mach du mal den Rest. Zieh dich um. Finde einen Winkel. Ah, vielversprechend. Nochmal. Zu Befehl.
Es geht doch. Mitten ins Schwarze. Nochmal. Das Tor ist offen. Komm durch und kümmere dich um die Seile. Hoppla! Ich glaube, die haben uns gesehen. Ich mach dich fertig, du Trottel! Endlich! Jetzt können wir zur Schmiede fahren. Na los, die Dame wartet. Hey, ich habe noch ein Rätsel für dich. Was wird größer, je mehr man davon wegnimmt? Mal über die. Wahrscheinlich etwas Abstraktes. Hunger? Nein, das ist es nicht. Körperlos und ratlos. Oh, ein nettes Wortspiel. Trottel. Brise. Ich fange etwas für die Dame ein. Was fängst du ein? Den Wind? Nein, du Schwachkopf. Das Rauschen des Windes. Wie? Schaut zu und lernt. Wisst ihr, die Zwergenmagie befasst sich mit dem Nicht-Greifbaren. Mit dem Verhältnis zwischen dem Zeug, was man berühren kann und was nicht. Es geht ums Verstehen. Verstehen wovon? Dass die Natur einer Sache wichtiger ist als die Gestalt der Sache. Hm. Moment mal. Ich rieche Ärger. Du da! Ja, schlag mich doch! Wirst dich gut machen als roter Fleck auf diesem Hammer! Jetzt macht es Bull! Also, diese Dame. Die Dame der Schmiede. Es gibt kein magischeres Wesen in dieser ganzen Welt. Ich habe auf eine Möglichkeit gehofft, sie zu treffen, seit ich ein Nigger bis zum Knie ging. Aber Sindri ließ es nicht zu. Er fand mich zu ungehobelt. Doch heute ist es endlich soweit. Oh, ich habe Gänsehaut bis zu den Hühneraugen. Aber Brock, ich habe dich noch nie so ehrfürchtig gesehen. Bist du nervös? Was? Sei still! Nein, leck mich! Das geht nicht. Hä? Was ist es diesmal? Aus dem Weg, lass mal sehen. Oh, verdammter Scheiß! Muss ich in dieser verfluchten Stadt etwa alles selbst reparieren? Ich brauche ein paar Sachen. Mir nach. Uff, dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Eine Schande, wenn du mich fragst. Unsere schöne Axt muss diesem Material dort drüben zu Leibe rücken. Das stachelige, silbrige Zeug. Du bekommst das hin. Diese Dame, was macht sie? Tja, das werden wir beide bald wissen, oder? Aber eins weiß ich. Wenn wir Glück haben, gibt sie uns ihren Segen. Sie segnet nicht jeden. Aber wenn sie es tut, ist es ein echtes Spektakel. Die Axt? Tja, diese Angelegenheit war ein ganz schönes Durcheinander. Vielleicht erzähle ich dir irgendwann mal davon. Puh.
Sie war die Einzige, die je meinen feinsinnigen Humor verstanden hat. Sie war eine verdammt feine Frau. Abgesehen von ihrem Geschmack bei Männern. Jetzt brauche ich was von dem Bronzezeug, das bei dem ganzen kaputten Holz liegt. Früher wollte ich immer unbedingt der Beste sein und hab geschuftet, bis ich rausgekippt bin. Mit der Zeit gibt es immer weniger zu beweisen und man findet sein eigenes Tempo und hängt sich nur richtig rein, wenn es persönlich wird. Zum Beispiel, um der Dame endlich zu zeigen, was in einem steckt. Wow, Ziegenbart, das Rätsel hast du aber schnell aufgegeben. Ich gebe gar nichts auf. Es wird größer, je mehr man wegnimmt, ja? Ganz genau. Ich hab's. Es ist Verlangen. Nein. Was meinst du mit Nein? Verlangen wird größer, wenn man das, nachdem man verlangt, wegnimmt. Gut, keine perfekte Antwort. Aber was ist denn deine? Ja, so leicht bekommst du das aus mir nicht raus. In Ordnung, zurück an die Arbeit. Noch eine Kurbel zu drehen, dann geht's in die Schmiede. Ich sehe keine Schmiede. Du siehst nicht die Gestalt einer Schmiede. Aber wir gehen zur Natur einer Schmiede. Einen Moment lang konnte ich ihm sogar folgen. Alles klar, los, kurbeln! Die Schmiede. Da kommt sie. Letzte Zutat. Das Blut eines Gottes. Gib ihr deine Hand. Fredre, fast vergessen. Bitte, es wäre eine Ehre, wenn du es segnen könntest. Bist du
Hallo? Hallo? Was war das denn? Sie hat mich überhaupt nicht beachtet. Mehr Jungfrauen sprechen nicht mit unseren Körpern, sondern mit einem Teil der Seele. Speziell einem Teil, der dir vielleicht fehlt. Verdammt. Scheiße! Verdammt, Sindri, du verlogener Rattenhintern! Ich wusste es. Ich war tot. Ich bin gestorben. Was willst du von mir? Er braucht einen Segen. Ja, tja, die mit dem Segen hat sich gerade in den Seetang verbisst. Er braucht den Segen eines großen Schmiedes. Was? Nein, nein, ich kann nicht segnen. Ich hab nicht alle Seelenteile. Der Segen wäre nichts wert. Es kommt auf die Natur einer Sache an, nicht auf die Form. Na gut. Möge diese Waffe ihr Ziel treffen. Möge sie weise geführt werden. Möge sie nach getaner Arbeit niedergelegt werden. Dann kehren wir heim. Natürlich kannst du unsere Neuzugang nicht ohne Probe laufen. So geht das. Nicht dein erster Kampf mit einem Speer, oder? Die erste Waffe, die ein Spartaner benutzt. Ach ja, wie in den guten alten Zeiten, oder? Ich hätte es selbst nicht bedrohlicher sagen können. Geh, von hinten! Wirf so viel du willst! Drop dir, mach noch mehr! Böser Treffer! Bist du in Ordnung, Kratos? Geh! Von hinten! Passabel genug für dich! Es wird reichen. Einer noch! Speer sieht mir ziemlich kampftauglich aus. Mal sehen, ob er uns hier auch raushelfen kann.